Annabels Lieblingsköchin kündigte, nachdem Lucy Mäuse in die Suppe geworfen hatte. Hm, warum? Lucy hatte ihr außerdem erstmals versucht, ihre Eltern zu töten. Mit vergiftetem Nachtisch. Nicht mal das aufheben, Boss. Annabelle war danach auf einen Gehstock angewiesen. Lucy lernte schnell, außerhalb der Reichweite des Stocks zu bleiben. Sehr Wir clever. Möchten Sie darum bitten, die Küchenlöffel nicht als Schwerter zu benutzen, um sich damit zu duellieren. Warum nicht? Dafür sind die doch da. Sie ins nächste Zimmer. Ach Manu, nichts darf man hier. Alles wird einem verboten. Das Personal der Grandchesters, besonders die Köche, wechselten häufig, als Lucy alt genug war, um durch das Anwesen zu streifen. Die am längsten angestellte Köchin war Granny Ratchet, die man einem Gefängnis abgeworben hatte. Sie kündigte nach 5 Monaten mit der Begründung, Lucy wäre ein Satansbraten. Ja, sie hat versucht, ihre Eltern umzubringen. Also klingt sehr nach Satansbraten, würde ich mal behaupten. Ein normales Kind bringt ja eigentlich nicht die Eltern um. Oder versucht es zumindest. Ich dachte schon, da wäre wieder eine Wand dahinter. Aber nein. Wir kommen ja anscheinend in den Backstage-Bereich. Interessant. Blut. Matsch. Dreck. Und Blut. Gehört das zur Tour oder bin ich hier völlig von der Tour abgekommen? Ich glaube, ich bin hier ab von der Tour. Egal, ich durchsuche den Kram natürlich trotzdem und mache dann die Tour einfach gleich weiter. Geschafft. Weil die ist ja schon interessant und so. Besonders und so. Und ich höre Kakerlaken. Das Geräusch kenne ich. Wünschte sich selber eine Kakerlake. Ups. Das wär's. Oh. Da liegen jede Menge Leichen. Lange, müßige, eintönige Tage. Verkäufer. Wer hat die denn hier alle ermordet und hingelegt? Etwa die Person, die auch die Fallen überall aufgestellt hat? Ich würde es beinahe vermuten. Also gut, irgendjemand trachtet mir hier aktiv nach dem Leben. So viel ist mir auch schon aufgefallen. Aber wir werden das Ganze schon regeln. Oh, Klebe. Oh, ein kleines Protectron-Roboter-Modell. So, wir machen einfach weiter mit der Tour. Immer auf Fallen aufpassen. Und auf Geschütztürme. Rattengift. Achten Sie im Salon auch auf die Treppe, die ins Nirgendwo führt. Ein weiterer Versuch Mortishas, die bösen Geister zu verwirren, die von ihrer Tochter Besitz ergriffen hatten. Hast du gerade was gesagt? Es ist nicht gestattet, kleine Kinder über das Geländer zu halten. Och, Manu. Guck mal, alles, was Spaß macht, verbieten die einem mir. Und wieder eine Mauer. Hättest du gerade irgendwas... Hey. Du hast doch gerade irgendwas erzählt. Ich habe mir das mit dem Rückrufcode nochmal überlegt. Warte. Du hast ihn gelesen, oder? Zum Teil. Ich habe ihn gelesen, ja. Sag mir nicht, was da stand. Es ist wahrscheinlich sicherer, wenn wir jetzt nicht reden. Ich hatte nicht vor, es ihr zu sagen, aber nun gut. Ja, noch ein paar Zigarren. Madame Scarlotta veranstaltete für Morticia in diesem Zimmer Seancen, um die bösen Geister aus Morticias Warum Tochter ist die Tür hinter mir zugegangen? Da brauche ich den Schlüssel. Während der Seancen saß Lucy im Zimmer über diesem und klopfte an die Decke. Madame Scarlotta behauptete, dass das kleine Mädchen einmal versucht hatte, sie die Treppe hinunterzustoßen. Klingt realistisch. Die Luft war aber hier. Wird hier gerade Gas reingelassen? Die Wissenschaft hat gezeigt, dass es keine Geister gibt und dass sie auch nur Betrug sind.
Der Laden geht doch gleich nachdem in die Luft hier. Nachdem das Grandchester Mystery Anwesen bei einer Auktion versteigert worden war, fand man hier Trickkerzen. Trickkerzen. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Und jetzt geht die Tür wieder auf. Ja, schön. Ich wusste doch, dass gleich in die Luft geht. Als Konservatoren diesen Raum untersuchten, fanden sie eine Reihe verborgener Lautsprecher, Stolperdrähte, Nebelmaschinen und andere Geräte, die klar darauf ausgelegt waren, Seancen vorzutäuschen. Da war also Betrug Nähern am Werk. Sie sich und geben sie sich zu erkennen. Ja, ich nähre mich gleich an einer leckeren Pizza womöglich. Nuckelcola. Aha, Terminal zur Gasüberbrückung. Wenn ich den früher gefunden hätte, oder das Terminal, meine ich natürlich, hätte ich das Gas wahrscheinlich abdrehen können und hätte keine schwersten Verbrennungen erlitten. Aber so muss ich halt mit meinen schwersten Verbrennungen leben, wie alle anderen auch. Aber ich möchte das gerne im Nachhinein noch abschalten. Einfach, weil ich es kann. Und weil es natürlich Erfahrungspunkte fürs Hacken gibt. Was ich sehr gut finde. Weil das sind immer leicht verdiente Erfahrungspunkte. Auch wenn es nur 5 oder 6 sind, glaube ich. Oder 1,5 oder 0,75. Aber die nehme ich natürlich trotzdem gerne mit. Thinking, 0 Treffer. Engulfed, 2 Treffer. Bin drin. Gas abschalten, ja. Passwort korrekt, ich weiß. Nun machen wir das Gas aus. Sensorwarnung. Anomalie entdeckt. Wer bist du? Hallo? Hey! Wer bist du? Was? Kampfroboter der Aggressoton-Klasse an unbekannten Eindringlingen. Zeigen Sie in diesem Zimmer sehen Sie die gesammelten Artefakte aus Lucy Grandchesters kurzem Leben. Au! Bevor ich dich getroffen habe, gab es welches manchmal tagelang keinen Starker. Wie es Lucy benutzt hat, um kleine Tiere zu häuten. Für Erwachsene sind voll funktionsfähige Nachbildungen vorrätig. Oh, ich will mich wenn ausbauen, Sie sich umgesehen sagen. Haben, treten Sie bitte ins nächste Zimmer. Also dieses Mädchen, das da gerade lang lief, ne? Habt ihr auch gesehen, oder? Das war nicht nur ich. Das fand ich so ein kleines bisschen merkwürdig. Und es hat auch noch gelacht, als die Roboter mich angegriffen haben. Ich bin nicht sicher, was das zu bedeuten hat. Hat das Mädchen die Verkäufer unten umgebracht? Hat das Mädchen die ganzen Fallen hier aufgestellt? Schön. Spielt das Mädchen etwa die quasi die Rolle des Mördermädchens nach? Fragen über Fragen, auf die ich noch keine Antworten habe, aber die werden noch früh genug kommen. Hängt hier irgendwo noch eine Tafel, die ich lesen kann? Die lese ich mal gerne. Das sind wissenswerte Informationen, aber sieht nicht so aus. Da ist eine Tafel. Nachdem Hannibal in einen Nagel getreten war, der seltsame Mann... Warte, das kann ich besser. Ich habe ja gerade eben schnell gespeichert. Dann mache ich einmal kurz schnell laden. Und laufe diesmal nicht stumpf in die... Falle? Wo ist denn hier die Falle? Bin ich doof? Nachdem Hannibal in einen Nagel getroffen war, der seltsamerweise gibt keinen in seinen Weg drum Schuh steckte, ging er in Lucys Zimmer, um sie zu bestrafen. Wir werden nie genau erfahren, was passiert ist. Aber er wurde mit einer Schere im Auge gefunden, cool, die bis in sein Gehirn vorgedrungen war. Astrein, Schere im Gehirn. Lucy behauptete, sie hätte die Schere in die Hand genommen, um sich zu schützen, weil ihr Vater ihr mit dem Gehstock gedroht hatte. Das klingt allerdings auch realistisch. Sie sagte aus, er sei gestolpert und in die Schere gefallen. Als ja, sie gefragt passiert. Wurde, wieso seine Finger abgeschnitten waren, antwortete Lucy, er sollte den Gehstock nicht mehr halten können. Lucys Mutter wurde tot im Schlafzimmer der Eltern gefunden, mit einer Stoffpuppe im Mund. An ihren Handgelenken waren Verbrennungen durch ein Seil zu erkennen, aber es wurde nie ein Seil gefunden. Wo ist das Lucy Seil? Lucy behauptete steif und fest, dass die Puppe die Tat begangen habe, weil Morticia ihr keinen Gute-Nacht-Kuss geben wollte. Ah, natürlich, ja. Das Lucy wurde in eine sinnvoll? Nervenheilanstalt eingewiesen.
An ihrem 18. Geburtstag konnte sie aus der Einrichtung fliehen. 9 Tage später wurde sie erhängt auf dem Dachboden gefunden. Sie hatte offenbar Selbstmord begangen. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Eine schöne Familiengeschichte. Ja, der Arm ist außer Betrieb, hey, habe ich auch klar. Verstanden. Ich kann dir helfen. Danke. Ich frage nur noch, was die Granaten ausgelöst hat. Hier ist keine Stolperfalle oder so. Eventuell wurden sie manuell ausgelöst durch irgendjemanden, der mich beobachtet. Möglich ist alles. Das wär's. Wir los. Du wärst uns fast entkommen. Zachariah? Wer bist du denn? Warum schießt du auf mir? Ich schieß mal zurück, ne? Einfach, weil ich es kann. Mist. Noch übrig. Scheiße. So, komm, nur ein ordentlicher Treffer. Oh, ich dachte, wir würden ihn aus den Socken hauen. Wer zur Hölle ist Zachariah? Weiter. Moment, was steht da? Tafel? Nach den grauenhaften Morden an Lucys Eltern beschlagnahmte die Polizei Dutzende Objekte aus diesem Raum, darunter verschiedene Messer, behelfsmäßige Waffen, Tierknochen und giftige Substanzen. Am seltsamsten war eine Art Code verfasstes Tagebuch, das nie entziffert werden konnte. Leider liegen diese Gegenstände bis zum heutigen Tag in den Asservatenschränken der Polizei. Ach schade, der ich ja zu gerne gegessen. Wer ist Zachariah? Immerhin ein Schlüssel. Den nehme ich gerne mit. Warum? Wer ist das? Oh nein, da geht's raus. Ich wollte doch gar nicht raus. Ich war ja noch nicht fertig mit mich umzusehen. Damit mich umzusehen. Ich will wieder umdrehen. Mist. Das ist das Nervige, dass diese Ladebildschirme immer so lang sind. Wenn das so zack und man wäre draußen, wäre das ja kein Problem. Dreht man einfach um. Aber so, 8 Minuten Ladebildschirm. Dann dreht man um und dann haben wir wieder 8 Minuten Ladebildschirm. Ein bisschen nervig. Ein ganz kleines, winziges bisschen nervig. Und wer war Zachariah? Zum Kuckuck nochmal. Habe ich da gerade einen Helikopter gehört? Sagt, wo ist die Bruderschaft? Hat es auch auf Nuka World abgesehen. Na, dem würde ich aber einen Riegel vorschieben, obwohl ich ja offiziell Mitglied der Bruderschaft bin. Eventuell muss ich da mal austreten, gewaltsam. Weil mittlerweile gefallen mir die gar nicht mehr. Die sind nur am brutal sein und so Sachen machen und, nee, da muss ich wirklich nicht dran teilnehmen. So, dem Zachariah seine Leiche liegt da noch. Bisschen Wasser. Anscheinend hat der Zach hier gewohnt. Ein Nuka Punch. Ausgezeichnet. Oder Punch. Ja, ich guck gleich in das Terminal, keine Sorge. Was ist mit dem Kind, das vorhin mir vorbeilief? Ist das jetzt noch irgendwo hier? Muss ich mir Sorgen machen um das Kind? Eine meisterlich versperrte Tür weckt natürlich Interesse auf meiner Seite. Cool. Ah, da geht's eventuell auf den Dachboden, aber zuerst muss ich mir dringend Terminal ansehen. So, um den Satz zu Ende zu bringen. Besucherführersteuerung. Verbindung fehlgeschlagen. Zachariah, Eintrag 1. Du verdammtes Terminal, bist du zu gar nichts gut? Wird hier überhaupt aufgezeichnet, was ich tippe? So ein Müll! Mit niemandem sonst zu reden, dann rede ich wohl mit diesem dummen Terminal. Hier ist es ganz schön einsam, aber das bin ich gewohnt. Wenigstens komme ich über die Runden und bin frei. Zachariah, Eintrag 2. Ich bin froh, dass ich diesen verfluchten Gunnern am Autobahnkreuz Mass Pike den Rücken gekehrt habe. Ah, ein X-Gunner. Ich hatte von Winlocks und Barneys Befehlen die Nase gestrichen voll. Die beiden hielten sich für die Größten. Hoffentlich haben sie inzwischen ins Gras gebissen. Haben sie, dank mir. Das Grandchester ist absolut perfekt. Ich habe ein paar meiner Spielsachen mitgenommen und werde den Laden ein wenig tödlicher machen. Spukhaus? Verarscht kann ich mich selber. Der Schuppen ist der letzte Witz.
Er hat also die Fallen gelegt. Aber was ist mit dem Kind, das an mir vorbeilief? Zachariah, Eintrag 3. Das hier erweist sich immer mehr als verdammt gute Falle. Ich brauche nur ein paar Tickets dieses bescheuerten Ticketkontrolleurs rumliegen zu lassen und schon stöbern sie hier wie die Ratten nach etwas Brauchbarem. Also hat er die Tickets absichtlich dagelassen. Interessant. Ich habe bereits einen einfältigen Minuteman ausgeplündert, der hier rumgeschnüffelt hat, und eine Familie, die nach Westen unterwegs war. Der Minuteman hatte einige nützliche Sachen bei sich, aber die Familie, nichts als ein paar Lebensmittel und eine Handvoll Kronkorken. Wer zum Teufel läuft ohne Waffen und Munition durchs Ödland? Schwachköpfe. Ja, sie bräuchten keine Waffen und Munition, wenn es keine Arschlöcher wie dich gäbe. Aber naja. Eintrag 4. Habe noch ein paar Fallen hinzugefügt und die Bots angepasst. Die letzte Gruppe Ödländer hat mich fast erwischt. Die hatten aber nette Sachen dabei. Konnte mich endlich mit diesen Nuka World Raidern einigen und ihnen meinen Kram verkaufen. Mir gingen langsam die Lebensmittel und das Wasser aus. Knarren kann man halt nicht essen. Noch nicht. Eintrag 5. Einer dieser gottverdammten Bots ist immer noch defekt. Ich kann den Fehler einfach nicht finden. Ständig muss er lachen oder etwas ähnliches Schwachsinniges machen. Muss der Aggressotron sein. Das Ding hört sich an wie ein kleines Mädchen. Wird ewig dauern, diesen Schrotthaufen wieder hinzukriegen. Aber da war ein kleines Mädchen. Ich weiß, ich habe ein kleines Mädchen gesehen. Ich bin ja nicht, blöd? Oder bin ich es am Ende doch und weiß es nur nicht? Fragen über Fragen. So, wir wandern mal auf den Dachboden. Mal sehen, wer da am Holunder baumelt oder am Deckenbalken. Noch niemand. Da ist das Mädchen. Ihr habt das Mädchen auch gesehen, ne? Habt ihr doch, oder? Da durch die Tür vermutlich. Warum rennt hier ein kleines Mädchen rum? Oder drehe ich gerade völlig durch? Das ist möglich. So, erstmal looten wir, weil wir haben ja alle Zeit der Welt. Scav, Ausgabe 4. Was ist denn Scav? Plus 5% Sprengstoffschaden. Nuka Brahmin Stampede. Was ist Scav? Egal, ich nehme es natürlich mit. Was macht der verrückte Barbar als nächstes? Aha, Scav ist also ein Comic. Allerdings nicht Grognack. Da liegst du falsch, mein Junge. Grognack ist was anderes. Oh, da ist ein Hebel. Oder so. Liegt da aber einfach nur rum. Okay. Okay. Geschafft. Ich finde diesen Ort etwas mysteriös mit dem lachenden Mädchen, aber dem gehen wir gleich schon auf den Grund. Oh ja, ja, ich ist ja richtig. Ich habe ja ein Level up. Wo wollen wir denn mal investieren? Lady Killer? Was soll's, machen wir ja dritte Stufe Lady Killer. Schaden kann es wahrscheinlich nicht. Da ist der Aggressotron. Nee. Na gut, ich habe ungefähr 800 Millionen Haarklammern, von daher egal. Ja. Wenn meine kaputt geht. So, Klebeband, Schallplatte. Schallplatte. Oh, Gold. Cool. Eine Schraube, beziehungsweise vier Schrauben. Oh, niedliche Baby-Dings-Munitionskiste. Schaltkreise nehme ich auch gerne. Provisorische Batterie. Ja, warum nicht? Komm, ein bisschen Schrott muss man immer mitnehmen, sonst geht es einem am Ende aus. Und das wollen wir auch nicht. So, dann wollen wir mal dem Mädchen folgen. Oh, das ich habe doch das Mädchen gesehen, das ist hier lang gelaufen. Deacon? Deacon, du hast doch das Mädchen... Wo ist Deacon? Deacon, du hast das Mädchen auch gesehen, oder? Sag, dass du das Mädchen gesehen hast. Hey. Ich habe mir das mit dem Rückrufcode nochmal überlegt. Warte.
Du hast ihn gelesen, oder? Ja, aber hast du das Mädchen gesehen? Warum soll ich ihn nicht lesen? Damit du ihn nicht im Kopf hast. Wenn ich Red Kakerlake sage, darfst du nicht an eine Red Kakerlake denken. Siehst du, du hast dran gedacht. Ah, Mist, es wäre eine Red Kakerlake gedacht. Sehr simpel ist, kann das spontan heißen. Tschüss, Deacon. Also, lies ihn nur, wenn du es musst. Okay. Ja. Das Mädchen aber. Du hast doch das Mädchen auch gesehen, oder? Das finde ich leicht gruselig. Lässt sich das noch aufklären, was das mit dem Mädchen auf sich hatte? Oder ist das, soll das einfach nur zum Gruselfaktor dieses Gruselhauses beitragen, dass hier ein Mädchen rumläuft, dass es nicht existiert? Was ja irgendwie meine Vermutung ist. Wie, Dick, du warst gerade hinter mir. Wie kommst du jetzt... Der mit seiner Teleporttechnik. Na gut, jetzt können wir aber hier rausgehen. Und uns ein bisschen gruseln vor diesem Mädchen, das da rumlief. Ja. Am besten einfach nicht mehr dran denken. Huch. Es wird ein wenig dunkel. Wo war denn der Eingang? Auf dieser Seite? Ah ja, da. Deacon? Wie du dich immer an mir vorbei teleportierst. Es ist eine wahre Gruselfreude.